Limos Top 5 Notfallmythen. Gefährliche Situationen gibt es beim Autofahren häufiger, als uns lieb ist. Reifenplatzer, Geisterfahrer, Unfälle auf der Autobahn. Viele Autofahrer haben in solchen Situationen Angst, falsch zu reagieren. Notfallmythos Nummer 1. Einem verunglückten Motorradfahrer niemals den Helm abnehmen. Ihm drohen sonst gefährliche Wirbelsäulenverletzungen. Es ist der Horror auf der Straße. Unfälle mit motorisierten Zweiradfahrern. Ohne Knautschzone ziehen diese oft den Kürzeren und haben schwere Verletzungen im Halswirbelbereich. Im Ernstfall sollten sie zwar erste Hilfe leisten, aber auf keinen Fall den Helm abnehmen. Ist das richtig oder falsch? Ich meine, ich würde es nicht machen, weil ich immer gehört, man soll das nicht. Also sicher den Helm drauflassen, weil man weiß nie, was drunter ist. Den Helm auf jeden Fall drauflassen und stabile Seitenlage, aber mehr gar nicht machen. Leider liegen alle falsch. Nach neuesten Erkenntnissen gilt bei bewusstlosen Motorradfahrern die Honda-Regel. Helm ohne nähere Diagnose abnehmen. Denn sonst droht im schlimmsten Fall Erstickungsgefahr. Und so machen sie es richtig. Der erste Helfer kniet oberhalb des Kopfes und stabilisiert den Hals. Der zweite Helfer kniet seitlich neben dem Oberkörper des Verletzten, klappt das Visier hoch, entfernt gegebenenfalls eine Brille und öffnet den Kinnriemen. Danach schiebt er seitlich die Hände unter den Helm und hält den Kopf zur Stabilisierung der Halswirbelsäule. Währenddessen zieht der erste Helfer vorsichtig den Helm ab. Vorher natürlich den Notarzt rufen, versteht sich von selbst. Notfallmythos Nummer 2. Bei einem Unfall im Tunnel bin ich nicht zur ersten Hilfe verpflichtet. Die Gefahr für mich und andere Autofahrer wäre einfach viel zu groß, oder? Viele Autofahrer vermeiden Tunnel, weil sie Angst vor Unfällen in der Röhre haben. Den letzten Horrorcrash gab es 2012, als ein Reisebus in einem Schweizer Tunnel verunglückte und 28 Menschen starben. In solchen Notsituationen brauchen andere Autofahrer keine erste Hilfe zu leisten und dürfen weiterfahren, weil sie sich und andere gefährden würden. Stimmt das? Das ist manchmal sicherlich nicht ganz einfach. Im Tunnel geht es ja auch darum, die Orientierung zu finden, wenn ein Brand ist oder dergleichen. Im Tunnel würde ich auch erste Hilfe leisten, immer. Wenn man die Chance dazu hat, dann sollte man es auch machen. Wir haben große Tunnels und da fahren wir durch. Wir lassen die Hilfe, die erste Hilfe da und die Feuerwehr, dass die erste Hilfe leisten. Ja, sicherlich, die Pflicht wird immer sein, erste Hilfe zu leisten. Stimmt, genau. In Deutschland ist jeder Bürger verpflichtet, in Not geratenen Personen Hilfe zu leisten. Nicht zumutbar ist die Hilfeleistung dann, wenn für den Helfer dadurch eine Gefahr besteht. Letztendlich müssen Sie die Entscheidung von der Situation vor Ort abhängig machen. Aber für Schwerverletzte zählt jede Minute. Wenn Sie Erste Hilfe in einem Tunnel leisten, unbedingt folgende Tipps beachten. Motor ab- und Warnblinkanlage einschalten, Warnweste anziehen. Hilfe immer über die Tunneltelefone rufen und nicht über das eigene Handy. Die SOS-Telefone übermitteln den genauen Standort und aktivieren Videoüberwachung und Verkehrshinweise. Falls es aber im Tunnel anfängt zu brennen, sollten Sie sich so schnell es geht in Sicherheit bringen. Weg von Flammen und Rauch. Notfallmythos Nummer 3. Nach einem Unfall auf der Autobahn das Auto nicht mehr bewegen und immer im Fahrzeug auf Rettung warten. Stimmt doch, oder? Unfälle auf der Autobahn sind besonders gefährlich und ziehen oft Personenschäden durch falsches Verhalten an der Unfallstelle nach sich. Deshalb gilt bloß nicht aus dem Auto aussteigen und immer im Fahrzeug auf Rettung warten. Ist das denn richtig? Bei einem Unfall auf der Autobahn, wo warten Sie auf Hilfe? Auf jeden Fall erstmal, wenn ich einen Unfall habe, aus dem Auto raus. Von der Straße weg, irgendwo ins Gebüsch. Weg von der Autobahn, runter. Autobahn ist einfach zu gefährlich, zu schnell. Da passiert zu viel. Richtig, denn im Auto zu warten ist lebensgefährlich. Nach einem Unfall kurz den nachfolgenden Verkehr abwarten, dann das Auto verlassen, Unfallstelle sichern und hinter der Leitplanke in Sicherheit bringen. Fand der Unfall auf der linken Fahrspur statt und das Auto ist nicht mehr fahrtüchtig, bringen Sie sich auf dem Mittelstreifen in Sicherheit. Die Fahrbahn zu überqueren ist lebensgefährlich. Notfallmythos Nummer 4. Bei einem Reifenplatzer auf der Autobahn sofort eine Vollbremsung machen und das Auto zum Stehen bringen. Denn sonst droht Schleudergefahr. Wer jetzt erst nachdenkt, wie er richtig reagieren muss, der riskiert im schlimmsten Fall sein Leben. Also sofort in die Eisen gehen und das Auto irgendwie zum Stehen bekommen. Stimmt das?
Ich weiß, dass Bremsen eigentlich auch nicht das Richtige ist auf der Autobahn. Nein, eben nicht Vollbremsung, das ist viel zu gefährlich. Schön langsam ausrollen lassen. Versuchen, die Spur zu halten, ja, so gut es dann eben geht. Ganz rechts fahren, da ist ja noch so eine Standspur. Und da so langsam weiter kriechen, bis eine Ausbuchtung kommt. Diese Autofahrer sind alle gut informiert. Heftige Lenk- oder Bremsmanöver führen dazu, dass das Fahrzeug ins Schleudern kommt. Stattdessen unbedingt die Spur halten, auskuppeln und langsam zum Stehen kommen. Die beste Strategie ist natürlich, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. Also die Reifen regelmäßig auf Risse und Abnutzungen checken und lieber einmal mehr den Luftdruck überprüfen. Notfallmythos Nummer 5. Bei einer Geisterfahrermeldung auf der Autobahn unbedingt so schnell wie möglich auf dem Seitenstreifen anhalten, Warnblinker einschalten und auf Entwarnung warten. Stimmt das? Achtung Autofahrer, auf der A9 in beiden Richtungen. Zwischen Lenting und Ingolstadt Nord kommt Ihnen ein Fahrzeug entgegen. Limo will wissen, wie sich andere Autofahrer bei einer Falschfahrerwarnung verhalten. Ich weiß nicht, wie man sich da verhalten soll. Langsam fahren. Denn ist die Auffahrgeschwindigkeit schon etwas geringer, als wenn zweimal 100 aufeinander fahren. Irgendwo gucken, ob es in meine Richtung ist. Das ist ja manchmal ein bisschen schwierig von der Ansage. Vielleicht sogar auch warten, bis der vorbeifährt. Dann auch wieder an die Seite Stellspur und dann warten, bis der vorbeigefahren ist. Damit liegt sie leider falsch, denn Anhalten verunsichert den nachfolgenden Verkehr und provoziert zum Überholen. Und das ist bei einem Geisterfahrer lebensgefährlich. Gehen Sie vom Gas und bleiben Sie rechts. Bloß nicht überholen, denn der linke Fahrstreifen muss freigehalten werden, damit der Falschfahrer dorthin ausweichen kann. Wer auf Nummer sicher gehen will, steuert den nächsten Rastplatz an und wartet darauf, dass die Meldung aufgehoben wird. Übrigens, wenn Sie aufgefordert werden, in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig zu fahren, ist das kein Versehen, sondern reine Vorsicht der Behörden. Denn eine Überprüfung der Meldung würde im Notfall viel zu lange dauern. Wer sich an Limos Tipps hält, der ist im Notfall gut beraten. Auf jeden Fall einen kühlen Kopf behalten und nicht unüberlegt reagieren. Zuerst Eigensicherung, dann Unfallopfern helfen. Na dann, gute Fahrt.